herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf Toa Fairs Welt. Und heute darf ich euch wieder ein Bild von Oraloa vorstellen. Drei Bilder kommen in nächster Zeit, die ich euch vorstellen darf. Und ich habe mir heute eins ausgesucht, welches ich nächstes Jahr im Januar pinnen möchte, wenn die liebe Heidi wieder ihr Alice-Event startet. Da dachte ich mir, hey, das passt so super. Und ich bin echt froh, dass es das geworden ist. Und ja, schauen wir mal rein. Ich liebe ja diese Kartons von Oraloa. Ne, einfach, hallo Katze. Einfach schon alleine hier von der Farbe her. Da haben wir den Tiki-Menschen. Und, oder den Tiki-Mann mit seinem Surfbrett und den Diamond-Painting-Stift. Oraloa-Schriftzug und Let Your Creativity Sparkle. Hier sparkelt gerade Katzenglitter. Tini, geh du mal auf den Stuhl. Und ja, wir gucken mal rein. Ansonsten haben wir hier noch Diamond Painting Canvas Set. Ja, ich liebe es. Es ist ein All-Inclusive Premium Kit. Und ich zeige euch schon mal, um was es sich handelt. Um Alice et Lachette von Law Philippone. Ich fand das so süß. Und ja, wir haben hier eckige Steinchen und wir haben hier eine Größe von 90 x 70 cm. Das ist ganz schön viel. Also ich will es auf jeden Fall zu dem Event painten. Ich weiß nicht, ob ich es in der Zeit vom Event schaffe, das ganze Bild zu painten. Aber ich möchte es auf jeden Fall anfangen. Und also das ist ein Projekt, wie gesagt, dann für nächstes Jahr. Und ich bin echt froh, dass ich dann jetzt schon mal ein Alice-Bild für das nächste Event habe. Schwätzen wir mal nicht lang. Wir haben hinten nochmal eine kleine Instruktion auf Englisch und in Französisch. Ja, und ich bin gespannt. Unser Karton kommt hier nochmal eingeschweißt. Deswegen brauchen wir mal ganz kurz unser Skalpell, um hier schon mal noch ein kleines bisschen alles freizuschneiden. So, na, kriege ich es hin. Jetzt. So. Und was ich auch sehr schön finde, wir haben den Aufkleber auch noch mal hier an der Seite. Denn ich lagere meine Kartons immer so nach vorn und auch bei anderen, wenn so Sticker dabei sind, finde ich es immer gut, wenn die dann hier so sind. Da kann man dann immer direkt gucken, was möchte ich painten und weiß auch, was im Karton drin ist. So, also 70 x 90 cm, es ist ein riesiges Bild, schon ein kleines Monsterchen sozusagen. So, zieh mich noch mal kurz runter vom Tisch. Und wir holen es mal raus. Wiegt auch einiges. Oh, voilà. Also das ist wirklich riesig. Wir haben hier nochmal unsere schöne Leinwand. Und das ist eine wirklich schöne Flauschi-Leinwand. Ich liebe es jetzt schon. Und die ist nochmal eingepackt. Nochmal in so einer Tüte. Und auch hier steht schon mal die Bild-ID drauf, was ich sehr, sehr gut finde. Ihr wisst, ich liebe das, wenn wir einfach eine Bild-ID haben und die überall noch mit vermerkt ist. Und wir schauen mal, wo hier unser Monsterchen geöffnet wird. Das haben wir hier. Ein bisschen ASMR muss halt immer sein. Und hier haben wir unsere Flauschleinwand. Wir haben eine wunderschöne seidenglatte Leinwand, so wie wir das lieben, mit schönen abgesteppten Rand. Boah, das sieht schon richtig, richtig gut aus. Da haben wir nochmal den Oraloa-Schriftzug, Island of Arts. Und wow. Schaut mal, da guckt uns schon die Grinsekatze an und hier sehen wir schon die Haare von Alice. Und ich sehe hier schon so viele süße kleine Details. Ich liebe das total. So. Und da schaut unsere Alice.
Alice im freien Fall. Ja, ich werde auf jeden Fall mal ganz kurz die Folie zur Hälfte dann mal abziehen müssen. Wie ihr seht, dass die Leinwand ist so riesig und gerollt, dass sie sich wieder zusammenrollen möchte. Ich werde euch das komplette Bild natürlich auch unten auf dem Fußboden nochmal zeigen. Wir haben 50 Farben und wir haben 3 AB-Farben mit dazu. Und boah, also mir gefällt es auch mit diesen Zahnrädern, ihre geringelten Söckchen. So viele süße kleine Details gucken wir uns auf jeden Fall gleich an. So, wo habe ich denn hier meinen Schaber? So, ja, was mache ich, wenn ich so große Leinwände habe? Auf jeden Fall, wie ich es jetzt schon erwähnt habe, ich mache immer erstmal die Folie hier so ein bisschen zur Hälfte ab und lege die nochmal drauf, einfach damit sich die Leinwand nicht zu sehr rollt. Was ich bei Oraloa sehr schön finde, diese Folie, man hört es vielleicht ein bisschen, die ist sehr stabil. Finde ich richtig gut, hat man selten. Das ist wirklich eine Sache, die ich bei Oraloa mega, mega gut finde. So. Ist ja wirklich riesig, riesig, unser Bild. So. Und jetzt nehme ich meinen Schaber und lege die Folie nochmal drauf. Und schon rollen sich die Enden damit nicht mehr zusammen. Alles schön glatt streichen. Überall auch die Luft mit raus. Und ja, ich zeige euch auch mal jetzt das Ergebnis. Ihr seht, es liegt jetzt gerade. Wo sich jetzt dann aber, wenn wir jetzt nochmal auf die andere Seite, wo wir das ja nicht gemacht haben, ja, da rollt sich das hier noch. Und will sich auch immer wieder zusammenrollen. So. Aber solche selbstklettenden Leinwände sind einfach super. Einfach ein bisschen zur Hälfte abziehen, Folie wieder drauf, von der anderen Seite das wiederholen und schon habt ihr eigentlich eine wirklich ganz glatte Leinwand vor euch liegen. Und ja, das ist halt einfach gute Qualität. Ich sehe hier auch gerade schon den Druck. Richtig, richtig schön. Nehme ich euch überall mit. So, gucken wir uns alles ganz genau an. Oh, ist das ein schönes Bild. Also da freue ich mich schon richtig drauf. Ich verlinke euch das Bild natürlich auch unten in die Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch das mal, könnt ihr es euch mal anschauen. Und ja, ich liebe es. Ich liebe es total. Unsere Alice. Im Wunderland. So, da seht ihr es nochmal mit unserer Grinsekatze und ich zeige euch jetzt mal den Druck. Der ist so astrein. Wir haben ein ganz zartes, feines Raster. Wir haben auch schön Konfetti mit dabei. Wir haben aber auch zwischendrin ein bisschen Color Blocking. Ich denke, das wird richtig super rauskommen. Auch hier der süße Hut, überall die Zahnräder, Tasse, die Teekanne, noch eine kleine Tasse, die Uhren. Alles, was uns wirklich an Alice erinnert. Ja, und den Rest der Leinwand, den gucken wir uns dann unten auf dem Boden an. Das Bild ist so riesig, ich kriege das gar nicht richtig auf meinen Tisch drauf. Muss man ein bisschen so machen, denn bevor wir zur Leinwand kommen, gucken wir uns alles an, was da noch hier mitgekommen ist. Auf jeden Fall großes Bild, ganz viele Steinchen und die Farben, ne? Ist schon wieder komplett meins. Wir haben natürlich auch ein Toolkit und eine Legende dabei. Und da machen wir uns jetzt mal drüber her. Ich ziehe euch mal ran. So. Okay, was haben wir noch mit dabei?
Wir haben einen kleinen Zettel noch mit dabei, mit einer kleinen Begrüßung auf Englisch, Französisch, Spanisch und, glaube ich, Portugiesisch. Und auch mit Instructions und Tipps und Tricks. Finde ich ganz gut. Wir selber brauchen das nicht, deswegen gucken wir es uns nicht genauer an. Ist aber immer ganz schön. Für Leute, die Diamond Painting noch nicht gemacht haben, ist es eigentlich immer ganz nett zu wissen, hey, was habe ich hier, wie mache ich es richtig, wie fange ich damit an. Uns ist das geläufig, deswegen fangen wir mal direkt an und gucken uns das Bildchen nochmal genauer an. Das hier ist unser Motiv und es sieht einfach so super genial aus. Wie gesagt, ich freue mich drauf, auch wenn es ein Monster ist. Das werden wir zum nächsten Alice-Event auf jeden Fall painten. Das wird eine ganz super Sache. Wir haben hier ein Stickerblatt mit unserer Legende. Da haben wir auch hier unsere Klebesticker, die schon vorperforiert sind. Wir haben 50 Farben. Davon sind 3 AB-Farben und 47 sind normale Farben. Und auch hier, unser Bild ist ein Sticker, das heißt, das können wir uns ausschneiden. Oder man nimmt hier die komplette Seite und kann man sich in ein Büchlein kleben. Das ist ja jedem selber überlassen. Hier stehen auch die wichtigsten Sachen noch mit drauf. Die Künstlerin Laure Felipone, dann Alice et Lichette oder Lechat. Ich kann kein Französisch, es tut mir leid. Manchmal gucke ich wirklich noch über Google, wie spreche ich das aus. Habe ich jetzt in dem Fall heute nicht gemacht. Ich habe mich jetzt wirklich hingesetzt und konnte es gar nicht erwarten, das Video anzufangen. Ja, und deswegen auch vielleicht jetzt nicht richtig ausgesprochen. Hier haben wir nochmal unsere Bild-ID, die ich schon mal erwähnt habe, die auf der Leinwand zu finden ist. Ebenso wie hier auf unseren Steinchen. Und auch hier, wie gesagt, finde ich immer sehr gut, wenn man gerade alle so ein bisschen getrennt aufbewahrt. Macht ja jeder auch ein bisschen anders. Jeder hat da sein eigenes. Deswegen finde ich immer gut, wenn Bild-IDs einfach dabei sind. Und dann haben wir hier nochmal die Größe in Zentimetern und in Inch. Ja. So. Ohaloa hat übrigens 2 große Lager. Einmal, glaube ich, in Nordamerika, ich glaube Kanada, und in Frankreich für Europa. Genau. So. Ich finde es sehr schön. Wie gesagt, die Legende sieht auch sehr gut aus. Die Sticker sind sehr groß. Ich selber mache zum Beispiel dann hier die 1 bis 50. Die schneide ich immer weg. Wenn man die wegschneidet, dann passen die Symbole und die DMC-Nummern perfekt auf bunte Döschen. Ja. Und auf welche Döschen die komplett gut passen, sind zum Beispiel die Elisabeth Ward Boxen. Da muss man die zum Beispiel nicht einkürzen. Ja, aber auch dieses 1 bis 50 brauche ich für mich nicht. Deswegen ist es für mich da kein Problem, die dann wegzuschneiden. So, also, so viel schon mal dazu. Gucken wir uns das Toolkit an. Das Toolkit von Ohaloa ist auch immer sehr schön. Das kommt hier in so einem Zipptütchen. Und oh, ich mag irgendwie auch das Material von den Zipptütchen. Das ist so ein bisschen rau, ein bisschen matt, milchig. Und ich finde es immer gut, wenn das in Zipptütchen kommt, weil es einfach eine Sache, die man wiederverwenden kann. Und es ist ein sehr ausführliches Toolkit. Schauen wir mal rein, was wir hier haben. Wir haben auf jeden Fall ein Mosfa-Schiffchen. Das sind die Schiffchen, die ich von an Standard-Toolkits am besten finde. Sind ein bisschen größer als die grünen, haben einen schönen Ausguss und auch die Rillen. In die Rillen legen sich die Steinchen richtig, richtig gut. So, ich habe jetzt gerade noch mal ein bisschen für besseres Licht gesorgt. Die Sonne ist jetzt weg, vorhin hat die Sonne noch drauf geschienen. Deswegen hatte ich nämlich meinen Rollladen unten. Jetzt kann ich aber wieder das Tageslicht reinlassen. Und das sieht einfach nochmal ein bisschen besser aus. Ja, wie gesagt, Mosfa-Schiffchen finde ich super. Und von den Standardschiffchen in Toolkits ist das für mich mein Liebstes. Deswegen finde ich es immer gut, wenn diese mit dabei sind. Wir haben natürlich auch einen Stift
Das ist hier dieser Plastikstift, Standardstift, aber nicht in rosa, sondern so wie ich das richtig schön finde. Dieser milchig transparente mit den Glitter gefällt mir einfach schöner als die rosanen. Wir haben natürlich einen Einzelsetzer mit dabei und hinten drauf ist ein Dreiersetzer. Das ist ein Zweiersetzer, ne, ich glaube, das ist ein Dreiersetzer von der breiten Variante. Und wir haben auch noch mal einen breiteren Neunersetzer mit dabei. Das heißt, auch die Mehrfachsetzerfraktion kommt hier gut weg. Wir haben einen Squishy dazu, der mal gut auf den Stift geht. Ich finde es immer gut, wenn ein Squishy mit dabei ist. Dadurch kann man den Stift wirklich über längere Zeit, und ihr wisst, wie Painten süchtig macht, und man sitzt dann doch mal schneller längere Stunden da, und da ist natürlich so ein Squishy wirklich was sehr, sehr Gutes. Natürlich haben wir Wachs mit dabei, hier auch richtig schön in einem Döschen, sogar zum Schrauben, mit ganzen drei Wachsblättchen in Blau. Und schaut mal, hier ist sogar noch ein bisschen extra Wachs, das tue ich mal zur Seite. Also auch genügend Wachs ist mit dabei. Als Katzenbesitzer, Tierbesitzer ist so ein Döschen einfach immer schicker, als wenn einfach nur ein Wachsblättchen so mit dabei ist. Liebe ich sehr. Und wir haben Oraloa Washi Tape da. Da haben wir zum Beispiel hier die Tiki-Maske mit drauf, der Tiki-Mann mit seinem Surfbrett und dem Painting-Stift, dann das Hula-Mädchen mit Maske und Ukulele, hier ein kleines Surfbrett, hier nochmal der Oraloa-Schriftzug, ein bisschen Palmen, finde ich sehr süß. Und ja, Washi-Tape kann man wirklich immer sehr gut gebrauchen. Und was mir bei Oraloa auch immer sehr gut gefällt, wir haben hochwertige Edelstahl-Pinzetten dabei. Und ja, die haben wirklich eine sehr, sehr gute Qualität. Die haben einen leichten Zug, also es geht auch nicht mega auf die Hand. Kann man liegen schön an der Hand, sind groß genug. Und ja, finde ich wirklich, wirklich gut. Und das sind wirklich die Pinzetten, die ich auch wirklich aufbewahre und die ich dann sehr viel nutze. Weil Pinzetten braucht man einfach immer, auch wenn man nicht mit Pinzette legt. Aber wie oft hat man doch mal sich irgendwie verlegt oder sonst was, und dann braucht man eine gute Pinzette. Und ja, eine gute Pinzette ist einfach nicht zu unterschätzen, ganz, ganz ehrlich. Und ich sage, lieber ist eine gute Pinzette dabei, anstatt irgendwie, ja, eine, die halt nicht so toll ist. Also, sehr schön, sehr schön. Gucken wir uns die Steinchen an. Wir haben eckige Steinchen, und bei Oraloa bekommt ihr Harzsteinchen. Die eckigen Steinchen sind aus Harz und haben wirklich eine super, super Qualität und lassen sich auch wirklich super setzen. Absolut, ich liebe es. Ich erinnere mich noch an mein erstes Kooperationsbild mit Oraloa, die Winter Queen. Ich habe dieses Bild geliebt und ich liebe es immer noch. Einfach so ein tolles Bild. Und ja, so alleine von den Farben kriege ich da fast schon wieder ein bisschen so Vibes zu dem Bild. Und guck mal, da glitzern uns schon die AB-Steinchen an. Und ich würde sagen, wir gucken mal rein. Ja, hier, meine kleine Steinchenwurst ist hier schon ein bisschen aufgegangen. So viele Steinchen haben wir hier drin. Ich hole jetzt mal gar nicht so viel. Oder machen wir doch. Ich glaube, ich werde die Steinchen schon aus ihrer Wurst befreien und in ein Mesh-Tütchen geben. Auch wenn ich erst ungefähr in einem halben Jahr das Bild painten werde. Ich weiß, dass ich es painten werde, und dann kann ich es schon mal in... Ja, mach mal einfach. Wir gucken uns das an. Ich kann euch schon mal eins sagen, die 47 haben wir einfach mal von diesen Tütchen 7 Stück. Heftig. So super. Das ist die Hintergrundfarbe mit ganz viel. Das sieht so toll aus.
Ja, also mit dem Bild werden wir wirklich eine riesengroße Freude haben. Das sage ich euch so schon mal. Wir haben drei AB-Farben. Und da gucken wir auch ein bisschen, wo die mit vorkommen. Da haben wir einmal hier die 49. Die AB-Farben sind übrigens auch in Harz gegossen. Also das sind auch Resinsteinchen. Das ist hier die 995. Das ist das V. Ja, und das kommt ganz viel mit so ein bisschen in den Kleid mit vor, mit in den blauen Zahnrädern. Nicht als Colorblocking, sondern wirklich nur als kleinen Effekt. Finde ich sehr, sehr toll. Dann haben wir die 48. Das ist hier dieses schöne Lila. Und das ist dieses Zeichen. Und auch das kommt ein bisschen... Hier im Kleid sehe ich es jetzt nicht, aber ich sehe es hier ein bisschen in den Zahnrädern mit drin. Im Hut von der Grinsekatze. Kleines bisschen auch als Effekt in der Grinsekatze mit. Und auch wirklich wieder nur als einzeln gesetzte Steinchen für kleine Reflexe. Finde ich sehr schön. Und dann haben wir hier ein etwas größeres Tütchen. Das ist sehr gut gefüllt. Mit dieser schönen blauen Farbe. Die ist ein bisschen heller, ein bisschen blasser als das andere Blau. Das ist die Nummer 50. Das ist die 996. Das Lila war übrigens die 208 in AB. Und da haben wir hier das X. Und das kommt hier viel im Kleidchen mit vor, aber auch hier in den Zahnrädern. Und wie ihr seht, immer nur so ein bisschen vereinzelt. Sehr schön. Ne? Auch hier... ist die AB-Farbe sehr schön mit eingesetzt worden. Und das mag ich. Ich mag es wirklich, wenn AB-Farben eher ein bisschen subtiler eingesetzt sind, anstatt so riesengroß Colorblocking. Ich muss sagen, es gibt einige Bilder, da gefällt mir eine größere Fläche AB, wenn die Farbe richtig gut dazu passt, gefällt mir das auch sehr gut. Das hatte ich zum Beispiel bei der Snow Queen im Hintergrund. Da hat mich das gar nicht gestört. Das hat auch echt super gepasst. Ne? Aber gerade hier, wenn wir doch ein bisschen eher Konfetti haben, freut es mich natürlich, wenn das dann doch eher ein bisschen subtiler eingesetzt ist. Weil AB-Effekte können doch schon ganz schön krass wirken. Und ich glaube hier bei dem Bild, das wird was richtig Tolles. Ja. So. Ansonsten gucken wir uns natürlich die Steinchen auch ein bisschen mit an. Wir haben halt sehr viele Blautöne und Lilatöne. Na, also, da ist, hier haben wir die 5. Wir haben ein kleines bisschen 310 mit dabei, aber das ist alles an 310. Na, also, das ist immer so eine Sache. Ich gucke immer gerne, haben wir viel 310. Ich selber habe keine Angst vor der 310, aber ich muss sagen, in letzter Zeit fand ich es echt krass. Ich habe einige Bilder in der Hand gehabt, die komplett ohne 310 waren, sondern eher mit sehr dunklen Blautönen. Ja. Also ich find's cool. Also auf das Bild freue ich mich. Auf das Bild freue ich mich so wirklich, wirklich. Ich würde sagen, da hat sich hier eins... Schaut mal, das kommt öfter mal vor vom Abfüllen, dass hier oben in der Falz noch ein paar Steinchen sind. Und da ich ja ein Schwabe bin, also ich bin kein Schwabe, ich bin eine Geschmeckte, aber... Im Schwabenland ist man geizig und da passt man auf jedes Steinchen auf. Und wenn ich weiß, ich kann hier ein Steinchen noch zuordnen, dann hebe ich das natürlich auf. Ja, wir gucken uns auf jeden Fall die AB-Farben an. Das Schwarz gucken wir uns mal mit an und auch hier eins von den hellen gucken wir mal. Wir haben aber auch ein paar schöne farbige Ausreißer, wie zum Beispiel hier, schaut mal dieses wunderschöne Mint an. Das ist die 18 und die 18 ist... Die 775, das ist so eine schöne Farbe. Das ist auch eine Farbe, die ich als AB sehr, sehr mag. I like. Also da bin ich mal froh, wenn die Farbe mit dabei ist. Welche Farbe ich aber auch immer sehr schön finde, ist hier dieses Weiß. Das ist die 37 und die 37 ist die 3756. Das ist ein Weiß, was so ein bisschen so einen grünlichen... Einschlag hat, finde ich auch immer ganz interessant. Ich glaube, das kommt jetzt über die Kamera gar nicht so krass rüber, aber mag ich auch total.
Und ja, dann haben wir natürlich auch hier so ein bisschen Hautfarben und Farben für ihre Haare und ein bisschen, na, so ein bisschen kleine bunte Ausreißer. Gut, das zählt schon wieder mit als lila. Na, und das sind halt so ganz viele verschiedene Farben, die dann halt auch einfach hier schöne Konturen machen. Ihr seht hier, der Arm ist nicht komplett nur aus einer Farbe, sondern mit ganz vielen bisschen konfettimäßig gemacht. Und da bin ich echt gespannt, wie das rauskommt. Ich glaube, das wird ein echt schönes Bild. Ne? Das ist, haben wir auch hier ein schönes dunkles Lila noch. Und ihr seht, ganz viel Blau, wo halt auch ein bisschen so blau-türkis-mintig mit dabei ist. Ihr seht schon, ich bin so ein bisschen in meiner Welt. Ja, und Alice-Bilder sind halt einfach echt immer schnuckelig. Gut, also gucken wir uns ein paar Farben mal genauer an im Schiffchen. Dazu hole ich nochmal hier das Masterschiffchen raus. Irgendwie denke ich nie dran, dass ich das Schiffchen draußen lasse. Aber nicht schlimm. Und wir fangen mal mit den AB-Farben an. Die kann ich schon mal mit zurück. Das ist eine schöne Farbe, die gucken wir uns auch noch mit an. Die strahlt so. So, ich glaube, die Farben gucken wir uns so ein bisschen mit an. Kommen wir die anderen schon mal ein bisschen weg. Und wir fangen mal an hier mit der 50. So, die Steinchen sind jetzt irgendwie gar nicht arg statisch geladen. Finde ich schön. Das heißt, wir brauchen heute mal keine trockenen Tücher. Na, doch ein bisschen statisch geladen sind sie. Ein bisschen kleben sie zusammen. Merke ich jetzt hier im Schiffchen. Ne? Das ist... Gucken wir mal, ob wir das ein bisschen noch besser hinkriegen. So. Da haben wir unsere Steinchen. Schaut mal, wie die glitzern und funkeln. Eine so schöne Farbe. Hier ist der AB-Effekt auch eher so ein bisschen bläulich-grünlich. So wie es halt perfekt passt. Wow. Und ich sehe hier auch keinen großen Trash oder Steinchen, die irgendwie unförmig sind. Ich hätte jetzt so Lust, einfach wieder direkt anzufangen. Also hier seht ihr, die Steinchen sind doch ein bisschen geladen und springen auch ein bisschen. Bei sowas hilft wirklich immer sehr gut, einfach ein kleines Fitzelchen von einem Trocknertuch mit ins Tütchen reingeben, ein bisschen schütteln, ein bisschen kneten und schon ist diese, also das Statische, was so die Steinchen halt so kleben lässt und den Steinchen so ein bisschen so ein Eigenleben gibt, auch schon behoben. Ja, hier seht ihr auch, ne? Also die springen hier gefühlt im Tütchen schon fast hin und her. In der Tat statisch geladen. Muss ich mich also doch nochmal korrigieren. Und hier haben wir so ein wunderschönes Peach. Das ist eine tolle Farbe. Hier sind sie im Schiffchen weniger statisch, deswegen legen sie sich auch richtig schön. Und schaut mal, wie schön gleichmäßig die Steinchen sind. Auch hier glitzern und funkeln sie durch ihren Schliff richtig toll. Oh ja. Also liebe Heidi, wenn du das siehst, ich bin bereit für dein Alice-Event im nächsten Jahr. Und ich freue mich tierisch schon drauf. Dann haben wir hier nochmal dieses wunderschöne, etwas dunklere Blau. Mit AB. Auch ein bisschen statisch geladen und guckt es euch an. Also das ist wirklich eine Pracht, ne? Ja, wir haben einfach ein schönes Hobby. Und geht es euch auch so, dass es manchmal, es gibt einfach Tage, da könnte ich einen ganzen Tag nur painten. Weil mir das Hobby gar nicht zu viel wird. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, so, boah, ich habe noch eine Stunde keinen Bock mehr. Es gibt wirklich Tage,
Da könnte ich durchweg nur pimpen. Und es wird mir nicht langweilig. Gucken wir uns nochmal das Lila an. Noch das hat einen sehr schönen AB-Effekt. Also, richtig schöne Sache. So. Jetzt will ich euch aber auch nicht länger auf die Folter spannen. Ihr wollt ja auch noch die Leinwand sehen. Wir gucken uns jetzt noch das Schwarz an. Und dann sind wir eigentlich durch mit den Farben. Mal mit, also mit Steinchen angucken. Wie gesagt, ich kann euch wirklich sagen, die Qualität von Oraloa ist sehr, sehr toll. Ich painte die Bilder sehr gern. Skirt ist absolut mit einer meiner liebsten Firmen, die ich auch ganz problemlos jedem weiterempfehlen würde, egal ob eckige Steinchen oder runde Steinchen. Mir gefällt die Firma sehr, sehr gut. Lizenzierte Artwork, was sehr wichtig ist, und auch die Leinwand, flauschige Leinwand hinten, schön abgesteppter Rand. Vorne ist sie schön glatt. Wir haben keine Glitzerleinwand, dafür ist sie aber vorne so richtig seidenweich. Also ja, ich kann nur schwärmen. Ich hole mir jetzt mal ein Zipptütchen, wo ich mir die Legende reinmache und die Steinchen. Dann kann ich euch gleich mal zeigen, wie ich das aufbewahre. Und dann sehen wir uns auf dem Fußboden wieder. Und so schnell geht's, da bin ich schon wieder mit meinem Mesh-Tütchen. Das ist ein A4-Mesh-Tütchen. Da passt nämlich hier das richtig schön mit rein. Und wenn wir viele Steinchen haben, habe ich jetzt mal A4 genommen. Ich habe aber auch noch die Mesh-Tütchen in A5. Die nutze ich auch sehr gern. Und solche Dinger sind echt super für Stickprojekte, für Diamond-Painting-Steinchen und. Im Übrigen gibt es auch wunderschöne bedruckte Stickvorlagen bei Oraloa. Da bin ich auch schon mal überlegen, ob ich da nicht mal schaue und mal zuschlage. Einfach mal, um zu probieren. Ne? Wenn es euch mal interessiert, schreibt es mal gerne unten in die Kommentare, und dann gucke ich wirklich mal, ob ich da nicht mal einfach mal zuschlage. So. Das tue ich hier rein. Was ich immer raten würde, wenn ihr Steinchen hier in solchen Zipptütchen aufbewahrt und ihr habt mehrere Bilder, macht entweder wirklich die Legende mit da rein, damit ihr wisst, zu welchem Bild gehören die Steinchen. Oder schreibt euch einen Zettel mit Bild-ID und einer kleinen Beschreibung rein, um was für ein Bild es sich handelt. Das habe ich nämlich ganz am Anfang mit ein paar Bildern nicht gemacht. Und da habe ich die Steinchen halt irgendwo aufbewahrt, und die Steinchen waren dann vielleicht nicht so gut beschriftet, oder die Tüten von den Steinchen waren dann nicht so gut beschriftet. Ja, und da habe ich teilweise in meiner Sammlung noch ein bisschen Chaos, was ich nochmal beseitigen muss, bevor ich mich aber immer noch drücke. Ja, muss ich zugeben, manchmal drücke ich mich einfach bei solchen Sachen. Das ist jetzt schön verräumt. Das kommt auch gar nicht jetzt so weit weg, weil, wie gesagt, das ist wirklich ein Bild, was gepaintet werden wird. Aber zum passenden Zeitpunkt, zum passenden Event. Und ja, ich bin auf jeden Fall happy, dass ich da jetzt schon was habe. Ich lege jetzt mal die Leinwand auf den Boden und zeige euch nochmal das komplette Bild. Kommen wir jetzt zu unserem Bildchen, und ja, jetzt seht ihr das mal in voller Größe. Also ich krieg's noch nicht mal so komplett drauf, und ich stehe jetzt schon. Die wandernden Schatten sind übrigens Timmy, oder es ist Timmy, Timmy seine Schatten sozusagen. Ja, ihr versteht, warum ich so verliebt bin. Ich finde es einfach so wunderschön, und jetzt einfach das nochmal so zu sehen, ist noch viel schöner. Was mir auch gerade auffällt, so diese kleinen Spitzenbordüren um ihr Kleidchen rum, sieht auch so süß aus. Und ihr Spitzenkragen, die Grinsekatze. Und wie gesagt, diese vielen kleinen süßen Details. Diese kleinen Fäden, wo zum Beispiel da die Tasse draufsteht oder da die Uhr dran hängt.
Ja, da steht auch noch meine Tasse drauf und da hängt die Teekanne. Habe ich am Anfang auch gar nicht gesehen, dass das kleine Schnüren sind, die da liegen. Und ja, ich mag's. Ich bin hin und weg. Und ja, ich werde euch auf die Reise mitnehmen bei diesem Bild. Kommen wir noch mal ein bisschen zur Leinwand. Unten in der Mitte haben wir noch mal die Künstlerin stehen. Und die Größe in Zentimetern und in Inch. Hier haben wir noch mal die Social Media Seiten von Oraloa. Wir haben natürlich auch wunderschöne Legenden an den Seiten von links unten und von rechts oben. Oben haben wir noch mal den Oraloa Schriftzug, das Logo und oben rechts haben wir noch mal ein kleines Bildchen, noch mal mit Künstlernamen und dem Namen des Bildes. Ja, ihr Lieben, das war's. Dieses schöne Bild durfte ich euch vorstellen. Zwei Folgen in den nächsten Wochen noch. Und da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Und bei einem machen wir auf jeden Fall eine Paintprobe, weil ha, da freue ich mich auch schon drauf. Das ist auch so ein riesiges Bild. Machen wir Paintprobe bei dem anderen? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall. Ihr könnt euch schon mal festhalten, es werden noch zwei wunderschöne Bilder von Oraloa die nächste Zeit kommen. Okay, ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr wieder mit dabei seid oder dabei wart. Heute mit einer Hand. Ein Herzchen. Machen wir mal so. Wenn wenn das Video euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Heute mit ein bisschen Verquasselfehlern und ja, aber ihr kennt mich. So bin ich und so werde ich wahrscheinlich auch immer bleiben, weil das bin nun mal ich. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und sag ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.